Heute ist Tag 11 meines wunderschönen Reisetagebuches. Heute waren wir bei der Flatland Practice. Morgens. Oh, ich mach den Wurm. Das sah sehr gut aus. Du Scheiße. Das sah sehr gut aus, Christian. Jetzt wird er gelandet. Okay. Scheiße, ich hab wieder vorne. Was ist da los? Was ist da los? Du bist los. Okay, jetzt, ne? Ja. Ich hab ihn geschafft. Ja, ja. Naja. Wie war dann Community? Nein, steig ab. Hässlich. Ich glaube, du musst das nochmal machen. Christian. Was ist da los? Der war knapp. Christian. Was ist da los? Jetzt aber meine Fresse. Jawoll! Oh, so sieht nämlich aus, der Sonne. Diese Scheiße. In den Reifen rein. Clean, clean, ja. Hast du eigentlich schon die America Flag da hinten gesehen? America! Ich mache blinden 540 in. Okay. Also mit Augen zu komplett. Bestes Bild ever. Den Shot des Jahrhunderts. Welcome to the Snack Zone. Heute probieren wir. Ich habe selber noch nicht gesehen. Ein veganes Pulled Pork. Für 17 Dollar. Schmeckt wie Nudeln. Und dann Pulled Pork. Die Kamera darf auch. Mhm, das ist echt lecker. Das Nudeln. Ah, das Grüne da, der Frühlingszwiebeln heißt das, ne? Lecker. Ist süßlich auch, ne? Ja, aber das ist, glaube ich, Barbecue-Wege, ne? Aha. Also, gib von mir. Gut. Ja, ist ganz gut. Würde ich würde ihm so eine 7,5 geben. Was? Willst du über den Rap raten? Ja, das ist ein super Rap. Ja. Also meine anderen Raps habe ich schon gegessen. Ey! Ja, aber das ist echt lecker. Ist ja interessant. Würde in Deutschland wahrscheinlich 10 Euro kosten, aber. Rating. 10 Quadrat hoch. 50. Okay. Und du, Joris, findest du das so? Ja, lecker. Ich hab's nicht mal probiert. Ja, gut, gut. Das war's mit der Snack Zone. Und dann sind wir zum Freestyle Individual Expert gefahren in die High School und haben uns die wunderbaren Türen angeguckt.
Mehr haben wir für heute aber auch nicht gemacht. Und das war schon wie immer im Freundschaftsreisetagebuch. Bis morgen.